Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Survive-Stream. Jo, beim letzten Mal haben wir uns in diese Polizeistation reingeballert. Und heute müssen wir hier auch schon wieder raus. Hier sind wir gerade. Ich weiß, dass wir storymäßig dahin müssen und da wollen wir heute ein Upgrade holen gehen. Ja, der Plan steht ja damit, direkt von Anfang an. Wir können das sogar so machen, dass ich nach dem Upgrade, das ich hier oben hole, hier den Skill mitnehmen kann und dann haben wir, abgesehen von Upgrades auf der Karte, nichts mehr zu holen. Ich weiß, dass ich da ganz unten rechts in die Ecke von der Karte storymäßig muss, weil ich ja beim letzten Mal gegen Ende noch reingeschaut habe. Was anderes, wo ich geguckt habe, ich habe in die Erfolge von Survive geguckt und vom Prinzip her müssten es maximal nur noch 4 Kapitel sein, beziehungsweise Unterkapitel, bis wir Survive durch haben. Und ja, ich würde jetzt versuchen, bei den Streams natürlich dann es so zu machen, dass ich pro Stream 2 Kapitel versuche. Die Betonung liegt auf versuchen. Das hängt davon ab, wie lange ich für ein Kapitel brauche. Wenn ich jetzt beispielsweise eine anderthalb Stunde an einem Kapitel sitze, dann schenke ich es mir. Das muss ich so oder so aufheben. Ich weiß nicht, warum der sich jetzt gerade geportet hat. Do you copy? Okay. Now that we have the C4, we need something to detonate it. We have to improvise a detonator with what you can find there in the city. We need an electric connector. Digital keypad and a 9 volts battery for triggering. It won't be easy to get everything, but let's deal with some shit at a time. First, let's find a trigger. There's an electronic components factory nearby. Get there and see if you can find something useful. Map updated. Das ist hier unten rechts. Aber wie gesagt, wir gehen zuerst das Upgrade holen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Erstmal hier drinnen aufräumen. The first case of virus contamination was officially registered more than a year ago. None of those big brains in Washington could have imagined that the situation would have gone to shit in such a short time. Fuck, the authorities were totally unable to handle a situation like this. All that government bullshit about safety, control, all bullshit. It's always just bullshit. This is the real failure of democracy, granting decision-making powers to incompetent people. Over millions of people, stupid idiots. But I will not let myself be screwed. We will succeed where they have failed. I will not make their own mistake. So, hier rein will ich. Hier müsste das Upgrade sein. Entweder hier oder im Parkhaus eventuell. Nee, das Parkhaus ist, glaube ich, schon zu weit, oder? Also hier sind die Skins drin. Die kann ich sogar sicherheitshalber nochmal sammeln. Schön, dass hier auch noch mal ein Bohrer gewesen wäre, zur Not. Müsste ich das Gebäude links einmal gucken oder das auf der anderen Seite? Beziehungsweise das hier. Das sieht nicht so aus, als ob ich da rein könnte, also wenn, dann eher das hier. Ich lasse die mal hier liegen. Schön, dass du genau vor der Tür wartest. Die kann man nicht öffnen, hab's gerade versucht.
Wir suchen ein schlaues Büchlein. Ich wüsste mal gern, wo der jetzt herkam. Wo ist das Upgrade? Ich sehe es nicht. Da, ich sehe es jetzt. Das ist ja mal richtig versteckt. Für die, die explosiven Ammo. Dann auch gleich so viel. Dich kann ich schon mal über den Haufen schießen. Ich dachte mir gerade, eigentlich kann ich das doch jetzt mittlerweile einstecken. Da drin ist es. Eventuell haben wir sogar Glück. Es ist direkt auf der ersten Ebene. Sagte ich jetzt voller Begeisterung. Ich lasse die Bombe mal noch hier liegen. Eventuell kann ich die gleich noch mitnehmen. Zumindest müsste es hier drin liegen. Gerade eben habe ich auch eine Ewigkeit gesucht. Ja, genau hier. Zumindest laut Karte. Ah, man sieht's wieder mal beschissen. So, den Skin hätten wir. Sorry for my vent earlier. And as you may well imagine, I've got no one to talk to, except you. Well, ja, gibt auch nicht viele mehr zum Reden. Find a trigger for our detonator. Start looking around. It looks like an electronic board with colored wires. Ich bin eh am Zellforce, da brauche ich jetzt nicht mehr Zellspiel mit dem Muni. Kann einfach drauf losballern. Ich will eigentlich sogar, dass die rauskommen. Weil vom Zellforce aus kann ich die ohne Probleme niederballern. Komisch, dass hier kein einziger ist. Wie immer, sicherheitshalber erst einmal clearen. Weil das ein oder andere Mal spawnen die noch nicht. Dann spawnen die mitten in meiner Fresse. Wenn ich glaube, soweit um das Safe House selbst rum ist, alles safe. Habe ich alles vernichtet, was vernichtbar ist. Du warst eh nur eine notgedrungene Waffe. So, hier kommen die jetzt eh nicht rein. Einem voran, dich zuerst. Ja, genau. Dreht euch um und geht zur Bombe. Ich muss so oder so einen Platz frei machen. Da nutze ich dann direkt die Bombe ab. Bin ich direkt ein paar losgeworden. Also die Attachments, die kann ich 100% nicht mitnehmen von der hier.
kann allerhöchstens in das Rotlichtding später mal eine Shot packen. Ich meine hier drin, ne? Ja, hier links vor mir. Das Gute ist, die sind alle nicht hochstöckig. Ein Stockwerk. Erst draußen clearen. Danach kann man sich um drinnen kümmern. Genau deswegen. Du weißt halt auch nie, ob einer von denen ein Sprinter ist. Und sicher ist sicher. Muss ja nicht, während du in ein Gebäude bist, auf einmal ein Sprinter angeschossen kommen. So. Habe ich hier an der Stelle jetzt gecleared. Einmal kurz die AK hinlegen. Die ist eh leer. Ja, ich suche hier drin irgendetwas. Ich weiß nur nicht, was genau ich suche. Deinen Tod suche ich. Ich hole mir gleich den Laser. Erstmal suchen wir was. Ach, den Auslöser habe ich hier drin gesucht. Ja, den haben wir ja prima gefunden, ne? Es wäre auch zu schön, wenn man da den Silencer dran packen könnte, ne? Als ob ich meine Schrotflinte liegen lasse. In 100 Jahren nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal nur die AK. Ich würde sagen, gehen wir hier rechts als nächstes gucken. In das Gebäude müssen wir nicht. So. Wir können aber zuallererst tatsächlich da drin gucken. Warte, hier drin nehme ich dich mal mit Lampe. So, sehe ich ein bisschen besser. Ich muss ja verdammte Auslöser finden. Ich habe gesehen, dass du lossprinten wolltest. Genau deswegen habe ich dir in die Beine geschossen. Daran kann man die halt auch gut erkennen, dass die so rumfuchteln. I guess there's fucking nothing here. Try looking somewhere else. So, falls da irgendwas war, wurde es angelockt und gesprengt.
Da links rum. Gibt ja dann nur noch das Gebäude, aber ich habe das Gefühl, dort wird auch nichts sein. Als ob ich den scheiß Tank nicht treffe. Warum? Da drin. Man nascht nicht, während jemand anwesend ist. Na, das ist ein Dicker. Ich wollte gerade sagen, die AK hält bisher echt gut. Jetzt habe ich noch mal einen Platz frei. Ich muss einen Weg da reinfinden. Warum ist hier instant noch einer? Weiß man was? So, instant tot. Da würde ich am liebsten eine Bombe reinwerfen. Einfach ein Sprinter direkt hinter der Tür. Mach's noch asozialer, ey. Das nennt man einfach nur Bullshit. Okay, obere Etage. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Untere wäre zu einfach. Aua, das muss wehtun. Warte mal, warum will ich den aufbrauchen? Das ist eine Stachelkeule. Die sind richtig extrem. Ja, den habe ich nicht erwischt. Diesmal habe ich ihn getroffen. Kann ich überhaupt da oben hin? Ja, aber nicht von hier. Verdammt, Axt. Ich muss von einem anderen Gebäude aus dahin. Ich muss von dem aus oben rum dahin. Was für ein Rotz. Ja, sicher. Sonst noch wer in der Nähe? Schrot finden sind die Meter.
Erst drumherum gucken. Okay, hier sollte mir eigentlich nichts entgegenkommen. Ich finde es so nice, dass im Singleplayer nichts respawnt. Würden die respawnen, hätte ich so hart Probleme. Genau deswegen hatte ich den Knüppel in der Hand. So, wo komme ich hier nach oben? Na komm, warum soll ich meine gute Muni an dich verschwenden, ne? Du hast einen Helm. Alles in Sichtweite töten, Leute. Nehmt euch das zu Herzen. Nur deswegen lebe ich. Beziehungsweise nur deswegen bin ich so weit gekommen. Als ob das Magazin leer ist. Ein Magazin habe ich noch. Als ob man so einen riesen Umweg gehen muss. Ach komm, du bist nur allein, komm her. Ich hab's gesehen. Du wolltest lossprinten. Habe ich dir instant in die Beine geschossen. Da! Da sind die Scheißdinger. Ach, ich soll denn das aneinander befestigen. Wo muss ich denn jetzt auf die komplett andere Seite der Map? Was soll der Dreck? Das nehme ich gerne mit. Direkt hier nochmal AK-Munition gefunden. Besser hätte es gar nicht laufen können. Okay. Wie bist du hier hochgekommen? Gut, dass ich die AK da gesehen habe. Gratis Munition. Für eine echt geile Waffe. Für eine noch geilere Waffe. Geht das mittlerweile? Ja, mittlerweile versperrt es mir nicht mehr meine Sicht. Das heißt, ich kann die gute Shotgun mittlerweile mitnehmen.
Aber ich kann die hier noch leer schießen. Fort Main was a thriving industrial town until the 1980s, before a slow and relentless decline due to the economic downturn began. Many factories closed or moved to other more profitable states. It was a bad blow for all of its residents, many of whom came from Santa Carla. I also worked as a biochemist for several years in this city. When the epidemic broke out, people immediately panicked, and the city plunged into chaos in a short time. Portman no longer existed. It was completely swept away by the virus. If you're in nowhere, you really are nowhere. Ein bisschen blockiert es meine Sicht noch, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie es sonst war. Ja, die kann ich ruhig aufbrauchen. Da kann ich auch ruhig die Lampe dran packen. Ich habe jetzt die geile Shotgun. Ich clear hier ein bisschen. Das kommt uns auch im Nachhinein noch zugute, wenn wir hier wieder weggehen. Vor allen Dingen, ihr wollt ja wirklich nicht, dass, wenn ihr da gerade am Suchen seid, auf einmal so einer von diesen Sprintenden oder von den Gepanzerten auf einmal direkt hinter euch steht. Deswegen sage ich euch das wirklich, wenn ihr das Spiel selber mal anfangt, tötet alles, was ihr seht. Also lasst wirklich keinen stehen. Das könnt ihr euch direkt von Anfang an als Aufgabe setzen. Die respawnen nämlich wirklich nur, wenn ihr im Multiplayer steht. Okay, you're here. Search the boxes around there. We have to find a fucking cell phone for our trigger at all costs. Be careful. Okay, wenn's weiter nix ist. Brauchst gar nicht rumfuchteln. Ich soll die Boxen überprüfen. Ach, da oben. Okay, ich will da rein. Nach oben. Ich kann das Ding ja auch sehen, wenn ich irgendwo will. Ich gucke nur, dass hier draußen keiner mehr rumgammelt. Ich meine, eine Sache müssen wir noch aufsammeln danach. Zuallererst will ich da jetzt rein. Nachdem hier gespawnt ist. Hier mache ich zur Abwechslung tatsächlich mal die Tür hinter mir zu. Ich weiß, wo ich hin will. Nämlich nach oben. Aber offenbar nicht hier. Hier war auch noch mal die geile Shotgun. Ich hab dich gehört. Suchen eigentlich einfach nur eine Leiter oder Treppe, die nach oben führt. Tot. Da ist das, was wir suchen. Ich kommt mir schon wieder ein Krampf in den Fingern. So, da haben wir das. Perfect. Take the C4 and connect the phone to the trigger.
Now we only need the last component, a 9-volt battery. It may seem the most banal thing to find, but as you also know, batteries have become quite rare these days. There's a supermarket there in the city. It's our only hope. It may have already been ransacked, but maybe you can still find something on the shelves. Map updated. Ach, perfekt. Guck mal, wo das ist. Da, wo wir eh schon geklärt haben. Passt also. Several survivors from Portman reorganized and tried to limit the virus's spreading, besides helping a few other survivors within the area. A noble yet stupid effort, since those who got injured were also infected and soon turned into fucking flesh-eating monsters. So, there was nothing that could be done. All those efforts went to shit within a few weeks. But this is human nature. We feel empathy for other members of our species in difficulty. I get it. I was also like that. But in order to finish our research, I had to overcome this heritage. This world is no longer ours, so no more weakness allowed. No more! Ja, Schwäche zeigen wäre eine dumme Idee. Ich glaube, ich kann ab jetzt auch ruhig die Pumpgun nutzen. Also die Ultragun. Ich suche da drinnen nach der Batterie. Hey, crossing my fingers. It's the last piece we need to complete the bomb. Be careful in there. I have a bad feeling about this. Da bist du nicht allein. Aber ich habe ja meine Mega Pump. Also passt schon. Hab's. Ging mega schnell. Found it. Come on. Take the C4 and connect the battery to the electronic connector. Hab ich. Fuck it. It's completed. Here's our little motherfucker. Now on the bomb is triggered. Be careful not to detonate it. Timer starts, press asterisk again to stop it. Well, there's no time to waste. Head to the nearest subway stop. I'll mark it for you on the map. Run. Ach, und jetzt muss ich da ganz oben zu dieser U-Bahn-Station. Guck mal, ich hätte mir das mit dem Upgrade sparen können. Na gut, eigentlich ist es bisher immer so. Irgendwie kommst du storymäßig so oder so am Upgrade vorbei. Also da brauchst du eigentlich nicht auf Biegen und Brechen hingehen. Ist jetzt witzig, ne? Einfach denselben Weg nochmal wieder zurück. As I mentioned, when all this mess broke out, some assholes decided to barricade themselves in the subway tunnels to avoid contagion. Stupid assholes. They ended up isolating the city and condemned themselves to death. But don't worry. After facing the sewers and those fucking cannibals, getting through those tunnels will seem like a walk to you. Okay, wenn du meinst. Ich muss direkt ab hier nur die Straße wieder hoch, wo ich eh schon geklärt habe. Das Schlimmste vom Schlimmen habe ich ja hinter mir, sagt er. Bestimmt ein neues Kapitel. Okay, here we go. Ready to wreak havoc with that explosive? Okay.
Ich habe keinerlei Inventar. Gerade. You hear me down there? Okay. We're ready to blow up that fucking wall blocking access to the subway. Approach the wall. Place the C4 more or less in the center. Na, guck mal, ein bisschen Munition habe ich zum Start des Kapitels. Ich kriege zumindest ein bisschen Ausrüstung. Also ich kriege auch mal keine Ausrüstung so. Ich gucke mir hier gerade die Karte an. Das Upgrade kriege ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auf dem Weg mit. Ich mache hier heute nicht weiter. Ich habe 2 Stunden jetzt hierfür gebraucht. Okay, die U-Bahn scheint sehr lang zu gehen. Aber ich kriege sehr viele Safehäuser auf dem Weg und danach kommt wieder Mist. Ich hoffe, das ist keine unterirdische Basis, weil wenn ja, dann wird es mich ankotzen. Sieht aber eher so aus, als ob ich nochmal in eine letzte Stadt reisen würde. Das Gute ist, was ich hier gerade auf der Karte gesehen habe, ich muss nicht ein einziges Skin einsammeln. Skins sind gar keine auf der Karte. Das freut mich jetzt schon. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier einen Cliffhanger mache, aber diese Explosion seht ihr erst beim nächsten Mal. Welche Knarre habe ich denn überhaupt? Ach, die. Nicht mal mit guten Attachments. Und die normale Piste. Die würde ich beim nächsten Mal die Attachments sogar tauschen. Ja. Wie gesagt, diese Wand sprengen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und für YouTube sage ich an der Stelle einfach schon mal Ciao. Euch sehe ich beim nächsten Mal wieder.